Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute, am Mittwochabend, den 24. Oktober 2018, habe ich mich hier eingefunden, um die nächste achte Lesung zu machen, aus dem zweiten Band von Theodor Griesinger. Es geht in eine Zeit des Jahres, wo ich abends öfter mal Termine habe, um Weine zu verkaufen, und von daher muss ich im Augenblick jede Gelegenheit nutzen, die sich mir bietet, um eine Aufnahme zu machen. Michael kann mich heute leider nicht begleiten. Der ist bei seinem Schnüff, bei seinem Frettchen und verbringt da Zeit mit. Und morgen, wo er kann, habe ich einen Termin. Deswegen habe ich dafür mich entschieden, das heute alleine zu machen und ihn dann halt hoffentlich nächste Woche Dienstag wieder begrüßen zu können, wenn er wieder Zeit hat und wenn ich dann auch Zeit habe. Aber wie gesagt, das sind technische Kleinigkeiten, die im Grunde keinen interessieren. Nur, wie gesagt, dass ihr wisst, ich probiere sehr regelmäßig dieses Buch zu lesen. Weil ich gestern mit Michael auch kurz besprochen hatte, wir hatten ja über die Moneta Secreta, also die geheimen Instruktionen der Jesuiten nochmal gesprochen, auch über die Konstitution, die Verfassung der Jesuiten am Anfang letzter Sendung, wie ihr euch erinnert, aufgrund des Falls von Lavalette. Und da habe ich zu ihm gesagt, das ist eigentlich ein Projekt, das ich als nächstes lesen möchte. Ich hatte ja gesagt, dass ich nach diesem zweiten Band von Griesinger das Buch von ihm lesen möchte, Mysterien des Vatikan, 400 Seiten, dass ich hier Physik liegen habe. Das brauche ich nicht mal als PDF, das habe ich hier physisch als Buch liegen. Aber ich habe mich entschieden, dass ich doch lieber die Secreta Moneta erst lesen möchte, weil die Verfassung der Jesuiten den Leuten beizubringen, erscheint mir noch wichtiger als dieses Buch von Griesinger zu lesen, was ich natürlich damit nicht aufgehoben habe, sondern nur aufgeschoben, eben bis nach ich die Lesung von die Secreta Moneta gemacht habe, die es ja auch in Deutsch gibt, und da freue ich mich auch schon im Grunde drauf. Aber erst haben wir noch ein paar etliche Seiten sogar in diesem Buch weiterzulesen, was wir jetzt verfolgen wollen. Das ist also jetzt der achte Teil. Das ist in dem Kapitel, in dem fünften Buch, die Ehrlichkeit der Jesuiten oder die Söhne Loyolas in ihrer wahren Gestalt. Im ersten Kapitel sind wir immer noch der ewige Kampf der Söhne Loyolas mit der übrigen katholischen Geistigkeit. Und da wollen wir mal sehen, ob wir vielleicht noch einen anderen alternativen Titel haben. Und wir fangen hier jetzt an auf Seite 135 im Buch, 142 in den PDF und lesen uns jetzt den nächsten Fall durch, der jetzt hier uns zur Kenntnis gebracht wird von den Jesuiten von Karl Theodor Griesinger. Ja? Also, das mache ich dann hier eben weg. Er sagt hier, wohl noch mehr als durch diese Kämpfe, über die wir also letztes Mal hier gesprochen hatten, wo es um den Erzbischof, den Namen habe ich jetzt gerade vergessen, aber von Mexiko ging, ja, wo wir drüber gesprochen hatten. Wohl mehr noch als durch diese Kämpfe schadeten sich die Söhne Loyolas durch ihren lang andauernden Streit mit der Theologischen Fakultät von Paris, der sogenannten Sorbonne, ja, eine sehr wohl anerkannte Universität in Paris, wo der Autor in einer Fußnote uns zu sagt, dass im Jahre 1250 stiftete Robert von Sorbonne in Champagne, Kaplan Ludwigs des Heiligen, an der Universität von Paris eine Bildungsanstalt für junge Weltgeistliche, welche man nach ihm Sorbonne hieß, und von da nun an diese Gestalt, an welcher nur Professoren der Theologie von der Universität dozierten, zu einem außerordentlichen hohen Ansehen stieg, so übertrug man den Namen Sorbonne schon sehr früher auf die ganze Theologische Fakultät von Paris. So blieb es auch bis zur Revolutionszeit, also 1789, und die Sorbonne war also nichts anderes als das Vereinigte Tribunal der Pariser Doktoren der Theologie, welche man sehr lange als die Gelehrtesten der Welt ansah. Ah, und dabei müssen wir natürlich schon begreifen, dass diese Gelehrtesten der Welt immer römisch-katholisch waren. Ne? Also Hugenotten haben da nicht doziert an der Sorbonne. Ne? Wie dem auch sei. Es ging um diesen lang andauernden Streit mit der Theologischen Fakultät der Sorbonne, denn die Aussprüche dieses berühmten Instituts hatten nicht bloß in Frankreich, sondern in der ganzen, Entschuldigung, in der ganzen christlichen Welt eine solche Geltung, dass sie oft eher göttlichen Orakelsprüchen als trüglich menschlichen Ansichten gleich geachtet wurden. Besagte Sorbonne aber, das ist die sämtlichen Doktoren und Professoren der Theologie an der Universität zu Paris,
fällten bereits am 1. des Christmonats 1554, als sie von der Regierung aufgefordert wurden, sich über die Zulassung oder Nichtzulassung des Ordens Jesu in Frankreich zu äußern, mit Stimmeneinheiligkeit nachfolgendes Urteil. Ja, und das hatten wir auch, glaube ich, schon im ersten Band gelesen, welches Urteil die Sorbonne über die Jesuiten später gesprochen hat. In diesem Zitat lesen wir jetzt wie folgt. Diese Gesellschaft, also die Societas Jesu nämlich, welche sich auf eine unziemliche Weise den Namen Jesu anmaßet, welche den Grundsatz hat, auch strafbare, ehrlose und infame Menschen in ihrer Mitte aufzunehmen, sobald sie nur nutzbringend verwendet werden können, deren Mitglieder weder in ihren Gebräuchen noch in ihrem Gottesdienste noch in ihren Lebensregeln sich von Weltgeistlichen auszeichnen, welcher wieder die Rechte der Bischöfe und zum Nachteil der sämtlichen übrigen Orden ganz gegen die hierarchische Ordnung und zum Schaden der weltlichen Fürsten und Herren endlich zur großen Beeinträchtigung der Freiheiten der Universitäten und zur ausnehmenden Beschwerde des Volks in Hinsicht auf das Predigt- und Lehramt sowie auch in Beziehung auf die Austeilung der Sakramente so viele und verschiedene Privilegien, Indulten, also Ablässe und Freiheiten von Seiten des päpstlichen Stuhls erteilt worden sind, diese Gesellschaft schändet den Mönchstand, entkräftet die mühsame, fromme und nötige Übung der Tugend in den Klöstern, veranlasst die Mitglieder anderer Orden, ihre Gelübde zu entheiligen, entzieht die Laien dem schuldigen Gehorsam und der gebotenen Unterwürfigkeit gegenüber ihren rechtmäßigen Seelsorgern, beraubt weltliche und geistliche Obrigkeiten ihrer Rechte und verursacht in beiden Ständen Unruhen sowie bei dem Volke viele Beschwerden, Streitigkeiten, Spaltungen und andere Misshelligkeiten. Wenn man mit einem Worte alles zusammenfassen will, so scheint diese Gesellschaft zur Gefährdung des Glaubens, zur Störung des Kirchenfriedens, zur Untergrabung der Mönchszucht und überhaupt mehr zum Niederreißen als zum Aufbauen geeignet zu sein. Ende Zitat. So urteilte die Sorbonne schon im Jahre 1554, und ich bin der Meinung, das ist genau dasselbe Zitat, was wir bereits im ersten Band von Driesinger hier schon mal gelesen hatten. Also zu einer Zeit, wo der Orden Jesu erst kurz mit seiner Wirksamkeit begonnen hatte. Und man kann sich denken, welchen Einfluss dieses Urteil auf die Franzosen, wenigstens auf den gebildeteren Teil derselben, ausübte. Auch ist es merkwürdig, dass die besagte hochgelehrte theologische Fakultät nach den hier ausgesprochenen Ansichten und Grundsätzen auch später gar nie abwich, selbst dann nicht, als der ganze Hof mitsamt dem allmächtigen Monarchen den Jesuitismus aufs Höchste begünstigte und die Herren Doktoren der Theologie zu Paris große Vorteile daraus gezogen hätten, wenn sie sich den Hofansichten akkumuliert haben würden. Ich sagte, es sei merkwürdig. Und ich glaube, dies mit umso mehr Recht wiederholen zu dürfen, als die Sorbonnschen Theologen keineswegs aus religiöser Liberalität und Freisinnigkeit jedes harte Urteil fällten. Im Gegenteil war niemand in ganz Frankreich eifriger in Bekämpfung der Reformation als eben die Sorbonne. Und die meisten ihrer Mitglieder, wie zum Beispiel die Doktoren Maillard, Demochard, Périor und Ury, zeichneten sich sogar durch einen wahrhaft unmenschlichen Hass gegen die Ketzer aus. Deswegen hatte ich gerade eben gesagt, man mag da vielleicht zustimmen, dem Autor gar nicht mal absprechen, den Punkt, den er hier macht, dass die Sorbonne, ja, das ist ja ein wissenschaftlich, das ist ein historisch belegter Fakt, dass die Sorbonne also eigentlich die Theologieprofessuren ganz Paris in sich vereinigte. Und ich sagte ja, aber das darf man ja nicht vergessen, auch wenn sie gegen die Jesuiten sind, es sind immer Katholiken, die dort lehren. Es sind ganz sicher keine Hugenotten, es sind ganz sicher keine Protestanten, die dort einen Lehrstuhl hatten. Und das, was ich gerade eben jetzt vorgelesen habe, bestätigt das zu 100%. An der Universität von Sorbonne, das waren weltliche Professoren und weltlich-geistliche, ja, aber ganz sicher keine Protestanten, keine Hugenotten, die dort irgendwelche Lehrstühle hatten. Das darf man nie vergessen. Es ist nicht, und das ist ein wichtiger Punkt, den man ab und zu auch mal machen muss, dass die Leute das bitteschön gut verstehen. Es ist ja nicht, weil die Leute gegen die Jesuiten sprechen, dass sie deswegen für den Gott der Bibel sprechen.
Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und da müssen wir uns ganz deutlich drüber sein. Das ist auch heute noch so. Auch heute in der Welt gibt es Leute, die gegen die Jesuiten sprechen, aber die auf der anderen Seite auch gegen die Protestanten sind, die auf der anderen Seite auch gegen den Gott der Bibel sind, aufgrund falscher Lehren oder falschen Verständnisses. Das war damals nicht viel anders. Jedenfalls bestätigt hier der Autor genau das, was ich über die Sorbonne bereits vorher gesagt hatte. War nun aber schon dieses Urteil über die Jesuiten ein sehr schweres, so ging doch der berühmte Stefan Pasquier noch viel weiter. Und man muss wahrhaft staunen, wie unendlich gründlich er die Sozietät zu anatomisieren wusste. Übrigens handelte Pasquier nicht auf eigene Faust, sondern als Stellvertreter der Sorbonne vor dem Parlamente. Und es sind also seine Worte als die der Sorbonne selbst anzusehen. Also wenn der Stefan Pasquier spricht, dann spricht die ganze Sorbonne durch ihn. Allein, so fragt man, warum brauchte denn die Sorbonne einen Advokaten vor dem Parlamente? Ja, nun ganz einfach, weil sie mit den Jesuiten einen Prozess bekam, und zwar einen sehr hartnäckigen. Kaum nämlich hatten die Söhne Loyolas trotz der Einsprache der Pariser Universität anno 1561 unter gewissen, allerdings sehr drückenden Bedingungen die Erlaubnis erhalten, sich in Paris festzusetzen, so überschritten sie diese Bedingungen aufs Gröblichste und verlangten schließlich für ihr Kollegium in der Jakobstraße dieselben akademischen Rechte und Vorrechte, welche die Sorbonne besaß. Hiergegen remonstrierte aber die ganze Pariser Universität wie ein Mann und verlangte die Zurückweisung der anmaßenden Patres in die Schranken der Ordnung. Die Universität war in ihrem vollen Rechte und fast ganz Paris, ja, fast ganz Frankreich, stand zu der Sorbonne in diesem Moment. Der Hof dagegen, nun die Söhne Loyolas verstanden es von jeher, einen liederlichen Hof zu gewinnen, und der französische war im 16. wie auch im 17. und 18. Jahrhundert sehr liederlich. Sie gewannen also den Hof und erhielten von ihm die Begünstigung oder die Vergünstigung, dass ihr Handel mit der Universität vor den höchsten Gerichtshof des Landes, vor das Parlament von Paris gebracht wurde. Es wäre jedoch besser für sie gewesen, sie hätten diese Vergünstigung nicht erhalten, denn Etienne Pasquier, der Anwalt der Sorbonne, sagte ihnen Wahrheiten, wie sie sie noch nie gehört hatten. Und die ganze aufgeklärte Welt zollte ihm dafür ihren Beifall. Vor allem zergliederte er den Geist des Ordens Jesu und bewies mit unwiderleglichen Gründen, dass seine Mitglieder die Welt durch Sophistereien zu blenden, sowie dass sie ihre berüchtigten vier Gelübde, je nachdem es ihr Vorteil erheische, bald so, bald wieder anders auszulegen wüssten. Ihr ganzes System beruhte auf Zweideutigkeit, und diese Zweideutigkeit sei für die Ruhe und Sicherheit der Staaten so gefährlich, dass er die feste Überzeugung habe, wie diese Sekte nach ihrer ganzen Anlage nichts anderes bezwecke, als unter allen Ständen die totale Entzweiung herbeizuführen. »Wo sie geduldet werden«, rief Pasquier, »da kann kein Fürst und Regent sich gegen ihre Angriffe in Sicherheit setzen, da gibt es einen Riss in den Frieden der Kirche.« Er bewies ihnen, dass sie ganze Familien durch Vermögenserschleichung ausgesaugt, das hatten wir ja auch schon bereits in den vorgängenden Fällen gelesen, dass sie eine Menge von jungen Leuten durch eine scheinbar religiöse Erziehung verdorben, auch das hatten wir bereits gelesen, dass sie durch ihre betrüglichen Lehren in ganz Frankreich den Samen der Meuterei und Treulosigkeit ausgestreut hätten. Schließlich wandte er sich mit folgenden Worten an das Parlament. Zitat von Etienne Pasquier. »Ihr, die ihr etwa dafür seid, die Jesuiten zu dulden, ihr werdet zu spät eure Leichtgläubigkeit betreuen, und die Nachwelt muss euch dafür verdammen, denn der tatsächliche Beweis liegt jetzt schon vor und wird sich in kommenden Zeiten noch klarer herausstellen. Der tatsächliche Beweis nämlich, dass sie durch List, Betrug, Aberglauben, Heuchelei und boshafte Kunstgriffe nicht nur in diesem Königreiche, sondern überhaupt in der ganzen Welt die öffentliche Ruhe stören. Ende Zitat von Pierre Etienne Pasquier.
Dieses Zitat finde ich nicht nur so wichtig, dass ich es mal eben hier farblich hervorhebe, sondern ich finde es so wichtig, dass man das beinahe auswendig lernen sollte. Das ist also etwas, was die Sorbonne sagt, weil der Étienne Pasquier war ja Sprachrohr der ganzen Universität. Und das ist hier etwas, was gesagt wurde im 16. Jahrhundert, meine lieben Brüder und Schwestern. Im 16. Jahrhundert, und wir sind heute knapp 500 Jahre weiter, oder selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, Mitte des 16. Jahrhunderts, wir sind 450 Jahre weiter, als die Zeit, wo das hier passiert ist. Der Punkt ist doch, was der Étienne Pasquier Mitte des 16. Jahrhunderts über die Jesuiten gesagt hat, hier, was wir gerade gelesen haben, sagt, ist heute in mindestens derselben Tiefe und Extremität über diesen Orden gültig. Da hat sich überhaupt nichts geändert. Ja? Ihr, die ihr dafür seid, die Jesuiten zu dulden. Jedes Land, das die Jesuiten bei sich duldet, hat seinen Untergang damit besiegelt. Und das hat die Vergangenheit immer und immer und immer wieder bewiesen. Deswegen haben so viele Länder die Jesuiten oftmals eben des Landes verwiesen. Wir hatten ja schon davon gesprochen. Portugal, Spanien, Italien, Frankreich, Niederlande, Deutschland. Ich habe jetzt keine Lust, die ganzen Länder aufzuzählen. Auch in Asien, Japan zum Beispiel. Überall sind die Jesuiten mehr oder weniger rausgeschmissen worden. Ich glaube, in total mehr als 60 Ländern in der Zeit, und wir sprechen jetzt nur in der Zeit von vor 1773, also vor dem Verbot des ganzen Ordens durch Papst, also Antichrist Papst Clemens XIV., durch die Bulle oder die Breve. Da kann man sich, wie gesagt, darüber streiten, was das jetzt war. Dominus ac redemptor noster. Als der ganze Orden verboten wurde. Davor wurden die Jesuiten bereits in mehr als 60 Ländern weltweit verschiedene Male ausgewiesen und rausgeschmissen. Warum? Weil die Menschen dort teilweise erkannt hatten, welchen Krebs sie sich ins eigene Land geholt hatten und dass die Jesuiten ein Orden sind, der ein Land nicht zu Reichtum und Frieden und positiven Dingen führt, sondern zur Zersetzung. Ja? Wir hatten, glaube ich, im ersten Band irgendwo mal gelesen, dass je reicher der Jesuitenorden wird, desto ärmer wird das Land, in dem er herrscht. Ja? Das sind die Früchte, an denen man sie erkennt. Und das Problem ist, dass wir mit der Geschichtsstunde oder besser gesagt mit der Geschichtslehre, die wir heute bekommen, sei es in der Schule, in der Universität oder wo auch immer, diese Kenntnis im Grunde gar nicht bekommen. Und dass wir im Grunde, und davon spreche ich jetzt also von den meisten Leuten, die sich nicht tiefergehend mit solchen Sachen auf den eigenen Hintern setzen und mit solchen Sachen beschäftigen, sondern da spreche ich von den Leuten, die einfach diesen ganzen Quatsch aufsaugen, der ihnen im System gelehrt wird und das als für bare Münze nehmen, dass die überhaupt nicht die Möglichkeit haben, diesen Jesuitenorden zu erkennen, wie der Étienne Pasquier das hier bereits tut. Ja? Er sagt, ihr, die ihr etwa dafür seid, die Jesuiten zu dulden, warum ist man denn für die Jesuiten zu dulden? Man ist doch nur dafür, weil man gar nicht genug Kenntnis über diesen Orden hat. Wenn ich den Wolf nicht kenne, dann erkenne ich auch sicher nicht den Wolf, der sich einen Schafspelz überhängt. Richtig? Und dann nehme ich das Schaf gerne ein und dann mache ich im Grunde den Wolf zum Hüter des Hühnerstalls. Und genau das tue ich, wenn ich die Jesuiten in mein Land reinlasse. Ihr, die ihr etwa dafür seid, die Jesuiten zu dulden, ihr werdet zu spät eure Leichtgläubigkeit bereuen. Kann ich euch mal daran erinnern, dass ich in dem Buch die verborgene Geschichte der Jesuiten, wie ihr euch vielleicht noch erinnert, gelesen hatte von dem damaligen, ich komme jetzt nicht mehr auf seinen Namen, aber es war der ehemalige Verteidigungsminister von Polen, der nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt hat, dass er zu spät erkannt hat, dass vor dem Zweiten Weltkrieg die ganze Außenpolitik, die sie in Polen betrieben haben, nicht die Politik zum Vorteile des Landes war, sondern die Politik nur zum Vorteil der römisch-katholischen Kirche war. Jesuiten versetzt, zersetztes Land. Ja? Genau derselbe Punkt.
Und der wird hier bereits von dem Etienne Pasquier im 16. Jahrhundert gemacht. Das ist auch später immer wieder dasselbe. Und dass wir heute nicht dieselben Fehler machen, dafür lese ich eben dieses Buch. Ja? Also, wegen eurer Leichtgläubigkeit werdet ihr das bereuen und die Nachwelt muss euch dafür verdammen. Ja, also die Nachwelt muss euch dafür verdammen. Ja, da sagen wir doch mal eben was anderes. Wir leben heute im 21. Jahrhundert. Und wenn ich mir manche Kommentare angucke auf meinen Videos, die ich hochgeladen hatte, von zum Beispiel hinter den Diktatoren, wo ja sehr viel über das Nazireich gesprochen wurde, das Dritte Reich, und wo ganz unverblümt aufgedeckt wurde, dass Hitler ein Katholik war und nur eine Puppe war, die an den Strippen der Jesuiten hing, wie von Papen und wie die anderen Jesuiten, die in seinem, mit denen er sich umgeben hat, wie zum Beispiel Goebbels, der studiert hatte, sogar für Jesuitenpriester zu sein und der auf jesuitischen Schulen gelernt hatte und so weiter und Himmler und so weiter und so weiter. Wenn ich mir dann manche Kommentare darüber angucke, wie die Leute Hitler mehr oder weniger verehren und immer noch sagen von, aber Hitler war doch ein guter Mann und Hitler hat nie Krieg gewollt und dies und das. Wo kommen die Leute auf solche Dinge? Nur weil sie nicht die richtige Geschichte studieren können. Und die richtige Geschichte, ob man das jetzt gerne hört oder ob ihr das nicht gerne hört, die richtige Geschichte ist von der geistlichen Lehre nicht abzutrennen, von der Religion. Ja? Religion und Politik geht Hand in Hand, weil eben die römisch-katholische Kirche von sich selbst behauptet, dass sie das Recht habe, über die weltliche Regierung zu herrschen. Und wenn man halt diesen Zusammenhang zwischen Religion und Politik auf Weltebene bis auf die kommunale Ebene, das dringt nämlich bis zu dem kleinen Priester in der Gemeinde runter, nicht sieht, dann versteht man diese ganze Welt nicht. Da gibt es Leute, die schreiben Kommentare und die werden nie verstehen, obwohl sie teilweise hier und da die Jesuiten akzeptieren. Ich habe gerade heute so einen Kommentar gehabt, das hat beinahe alles aus dem Gesicht gefallen. Der hat ganz deutlich geschrieben, die Jesuiten sind schuld an dem und an dem, aber die Bibel ist ein blödes Buch. Ja, aber wenn die Bibel so ein blödes Buch ist, wie kannst du dann diese Meinung über die Jesuiten haben, die es ja ohne die Bibel gar nicht geben würde? Leute, die solche Widersprüche posten in ihren Kommentaren, gibt es ja nicht nur diejenigen, die das auf meinem Kanal tun, das gibt es ja auch noch auf anderen Kanälen. Die Welt ist da voll mit diesen Leuten, die einfach wie ein Huhn mit abgeschlagenem Kopf von rechts nach links laufen, keine Ahnung haben, wem sie jetzt irgendwie folgen sollen, weil sie überhaupt gar keine Richtung haben, weil sie ihre Geschichte nicht kennen. Deswegen ist dieses Geschichtsstudium in diesem Buch hier, was der Griesinger uns bietet, so furchtbar wichtig. Man muss für die Leichtgläubigkeit, wenn man die Jesuiten reinlässt, bereuen und die Nachwelt muss euch dafür verdammen. Tatsächlich, was tut die Nachwelt heutzutage? Sie himmelt euch noch an. Ja? Denn der tatsächliche Beweis liegt jetzt schon vor. Und wir sprechen hier also über gerade mal innerhalb der ersten 20 Jahre nach der Gründung des Jesuitenordens. Da liegt der tatsächliche Beweis jetzt schon vor und wird sich in kommenden Zeiten noch klarer herausstellen. Und das hat er auch getan für die Leute, die dieses studieren. Der tatsächliche Beweis nämlich, dass die Jesuiten durch List, durch Betrug, durch Aberglauben, durch Heuchelei und boshafte Kunstgriffe nicht nur in diesem Königreiche, sondern überhaupt in der ganzen Welt die öffentliche Ruhe stören und zerstören. Ich musste da auf diesen Absatz mal kurz eingehen, weil ich finde den sehr, sehr wichtig. Dieser Satz von Etienne Pasquier im Namen der Sorbonne Mitte des 16. Jahrhunderts ausgesprochen, ist heute, fast 500 Jahre später, noch mindestens ebenso gültig. Und wir müssen uns immer unsere eigene Leichtgläubigkeit vorhalten lassen, wenn wir uns von den Jesuiten betrügen lassen, durch die List, durch den Betrug, durch den Aberglauben, durch die Heuchelei und durch die boshaften Kunstgriffe, die sie einsetzen, um unser Land, in dem wir leben, ich in Belgien, ihr in Deutschland oder überhaupt in der ganzen Welt, wo sie überall die öffentliche Ruhe stören. Also sprach Etienne Pasquier, fährt der Autor fort, und zweifelt nun noch jemand daran,
dass es für die Söhne Loyolas vorteilhafter gewesen wäre, wenn sie den Streit mit der Sorbonne unterlassen hätten. Bei weitem am meisten jedoch schadeten sie sich durch einen anderen Streit, welcher unter dem Namen des Jansenistischen gewissermaßen eine Weltberühmtheit erlangt hat. Denn durch ihn machten sie sich nicht bloß Tausende, sondern Hunderttausende sogar zu Todfeinden. Und durch diesen Streit mussten die sämtlichen katholischen Geistlichen der Welt zu der Einsicht gelangen, dass man entweder jesuitisch denken und lehren oder aber gewärtig sein müsse, von ihnen als ein Abtrünniger von wahrem Katholizismus behandelt zu werden. Ja, das ist so ungefähr das Resultat des Konzils von Trient. Wenn man nicht die ultramontane Ansicht der Jesuiten hat, dann ist man ein Abtrünniger in der katholischen Welt. Mit diesem Streite nämlich, das ist mit dem Jansenismus, verhielt es sich folgendermaßen. Und hiermit kommen wir jetzt zu den Schlussseiten dieses Kapitels. Das wird dann heute wahrscheinlich auch nicht eine ganze Stunde dauern, aber nachdem das Kapitel hier abgeschlossen ist, was wir jetzt lesen werden, werde ich mit der Lesung heute aufhören. Dann hoffentlich nächstes Mal Michael ein neues Kapitel fortfahren. Aber das über den Jansenismus, das werden wir uns jetzt nochmal eben ganz deutlich einlesen hier. Und einprägen hoffentlich auch. Über die Lehren von der Vorherbestimmung, von der Gnade und vom menschlichen Willen hat es von jeher, seit das Christentum besteht, unter den Theologen verschiedene Ansichten gegeben. Und insbesondere standen sich die großen Kirchenlehrer Augustinus und Pelagius in diesen drei Fragen schroff gegenüber. Nun müssen wir natürlich begreifen, dass Augustinus und Pelagius alles beide Orthodoxe waren, also keine bibeltreuen Christen, sondern orthodoxe Katholiken, frühe Katholiken. Wer recht hatte? Nun, ich weiß es nicht, sagte Griesinger hier, und jedenfalls gehört es auch gar nicht hierher. Es geht nicht darum, wer recht hatte. Das aber gehört hierher, dass die Lehre des Augustinus von der weitaus größten Mehrheit der Theologen für die allein orthodoxe und rechtgläubige erklärt wurde, während die Pelagianer und sogar die Semi-Pelagianer, also die voll hinter Pelagius standen und die halb hinter Pelagius standen, welche augustinisch, halb pelagianistisch dachten, von allen Synoden des 5. und 6. Jahrhunderts als Ketzer verdammt wurden. So verschwand der Pelagianismus nebst dem Semi-Pelagianismus fast gänzlich aus der Welt und kein Mensch dachte mehr an denselben, bis es den Jesuiten Johann Hammel, Benedikt Fonseca und Ludwig Molina und anderen beliebte, in ihren theologischen Werken und auf den Kathedern ihrer Kollegien Lehrsätze aufzustellen, welche ganz und gar semi-pelagianistisch klangen. Besonders war dies der Fall in dem berühmten Werk des Molina, eines portugiesischen Jesuiten, das anno 1588 unter dem Namen Concordia Divinae Gratiae et Liberi Arbitrii, das heißt die Übereinstimmung der göttlichen Gnade und des freien Willens, erschien. Und die Dominikaner, als eifrige Anhänger der augustinischen Orthodoxie, verfehlten nun natürlich nicht, die darin kundgetane semi-pelagianische Ketzerei ganz schonungslos kundzutun. Sofort entspann sich ein heftiger Streit und es erschien der Parteischriften für und wider eine ganz unzählige Menge, denn die ganze Sozietät Jesu nahm sich wie ein Mann ihres Molina an, während auf Seiten der Dominikaner verschiedene Universitäten, besonders die von Löwen und Douay, sowie eine ganze Menge von Bischöfen und Erzbischöfen, von den niederen Geistlichen ganz zu schweigen, kämpften. Selbst die Inquisition mischte sich da rein und war nahe daran, das molinaische Buch mitsamt seinem Verfasser verbrennen zu lassen. Da gelang es dem Jesuitengeneral Acquaviva, noch zur rechten Zeit den Papst Clemens den VIII. Zu überreden, den ganzen Streit vor sein Forum zu ziehen und den Dominikanern jedes weitere selbstständige Vorgehen zu verbieten, da in solch wichtigen Dingen der Heilige Stuhl allein ein Entscheidungsrecht besitze.
Nun, zu diesem Satz ist es wichtig zu verstehen, dass wir uns nochmal eben erinnern daran, was wir in Tapas Saucis Herrscher des Bösen gelernt hatten, nämlich, dass die Jesuiten 2 Jahre nach ihrer Gründung durch den Papst Paul III. In 1542 die Inquisition hauptsächlich von den Dominikanern übernommen haben. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Satz, dass hier steht, dass den Dominikanern jede weitere selbstständiges Vorgehen zu verbieten ist, da in solch wichtigen Dingen der Heilige Stuhl allein Entscheidungsrecht besitze. Und wer kontrolliert den Heiligen Stuhl? Der General, Aquaviva, der General der Jesuiten. Ja? Mit anderen Worten, wenn der Papst sagt, die Dominikaner haben hier jetzt gar nichts mehr zu sagen, dann kommt das im Grunde, gesprochen vielleicht durch den Papst Clemens VIII., aber im Grunde ist das der Jesuitengeneral Aquaviva, der hier spricht. Und das ist ganz wichtig, weil es darum geht, die Dominikaner in ihrer Lehre, in ihrem Verständnis hier wieder einzuschränken. Ja? Den Dominikanern muss man das selbstständige Vorgehen verbieten. Man beschränkt also die Dominikaner in ihrer Handlungsfreiheit, weil die Jesuiten sich über die Dominikaner selbst erheben. Nun, der Machtspruch des Papstes tat seine Wirkung und beide Parteien beeilten sich, die Aktenstücke, die sie besaßen, besonders auch die zu ihren Gunsten sprechenden universitäts- und bischöflichen Gutachten nach Rom zu senden. Dort aber setzte Clemens VIII. Eine eigene Untersuchungskommission nieder, welche sich Congregatio de Auxilius Divinae Gratia nannte, also das ist dann die Kongregation der beikommenden oder zu Hilfe kommenden oder unterstützenden göttlichen Gnade, und am 2. Januar 1598 ihre erste Sitzung hielt. Da ging es dann geradezu wie vor einem weltlichen Gerichte, und beide Parteien ließen sich durch ihre Anwälte vertreten. Die Dominikaner durch ihre gelehrten Brüder Alvarez und Lemos, die Jesuiten durch die Patres Bellarmin, Arubal und Valentia. Bellarmin, ein Doktor der römisch-katholischen Kirche, ein Mitarbeiter, Unterstützer mit von der jesuitischen Zukunftslehre. Francisco Ribera, 1591, wo der seine Schreiben rausgebracht hat, das ist ja kurz danach, hier 1598, da war der Ribera schon tot. Aber der Bellarmin war ein Unterstützer der Zukunftslehre von dem Ribera und er war der Verfechter der Freiheitstheologie, der Liberalitätstheologie in der römisch-katholischen Kirche, die dafür gesorgt hat, dass die Vereinigten Staaten von Amerika 1776 überhaupt erst gegründet werden konnten. Ja? Ein Doktor der römisch-katholischen Kirche, von daher eine ganz, ganz wichtige Person. Das dürfen wir auf gar keinen Fall übersehen. Über solchen Namen sollte man niemals so mal eben hinweglesen. Man muss immer wissen, wer dieser Bellarmin ist. Arubal und Valentia sind mir jetzt nicht bekannt, aber dadurch, dass der Bellarmin hier aufgeführt ist, da weiß ich schon, welche Geschütze die Jesuiten hier aufgeführt haben. Und wie gesagt, der Bellarmin ist ein Doktor der römisch-katholischen Kirche. Und da gibt es, glaube ich, nur etwas über 30 von in der ganzen römischen katholischen Kirche von solchen Lehrern, wie zum Beispiel Thomas von Aquin, den wir ja noch aus dem 13. Jahrhundert kennen. Eben genauso hochgeschätzt wird der Bellarmin. Auch versäumten, fährt der Autor fort, natürlich weder die ersteren noch die letzteren irgendeine Gelegenheit, auf die Herrenrichter einzuwirken. Und selbst der Einfluss auswärtiger Fürsten, wie zum Beispiel der bigotte jesuitischen Kaiserin Maria Augusta, sowie ihres ebenso genannten gesinnten Sohnes des Herzogs Albert, wurde in Anspruch genommen. Allein, es scheint, dass die Kommission eben dieser vielen Intrigen wegen zu keinem schnellen Resultate kommen konnte. Denn obschon sie vom Jahre 1598 bis 1605 nicht weniger als 67 Hauptsitzungen hielt und obwohl ihr Präsident oder Vorsitzender, der Kardinal Madrugius, auf Clemens VIII. Andrängen ganz unermüdet an der Beendigung des Prozesses arbeitete, so musste doch der besagte Papst diese Welt verlassen, ohne dass Molina, wie er wohl im Stillen wünschte, er hütete sich aber wohl es laut zu sagen,
verurteilt worden wäre. Auch sein Nachfolger, Antichrist Paul VI., obwohl er beinahe 16 Jahre lang von 1605 bis 1621 auf dem päpstlichen Throne saß und in vielen Kongregationssitzungen meist selbst präsidierte, erlebte den Schluss des Streites nicht und ebenso wenig Gregor der 15. Entschuldigung, ich habe gerade eben Paul der 5. gelesen, es muss natürlich Paul der 5. sein. Paul der 6. war ja der Antichrist, der das zweite Vatikanische Konzil von Johannes dem 23. übernommen hatte. Also, da habe ich mich kurz verlesen. Paul der 5., der 16 Jahre lang auf dem päpstlichen Throne saß, von 1605 bis 1621. Und ebenso wenig dann Gregor der 15. Man sah vielmehr im Kardinalkollegium sowie päpstlicherseits ein, dass es viel klüger sei, den ganzen ärgerlichen Handel, der doch wahrhaftig gar keinen praktischen Wert habe, totzuschweigen, als durch einen Entscheid, die eine der beiden mächtigen Partien, also entweder die Jesuiten mit ihrem Anhang oder die Dominikaner mit dem ihren, vor den Kopf zu stoßen. Und so ließ man die Sache einfach hängen, hoffend, dass dann die Welt sie vergessen würde. Dies wäre auch ohne Zweifel gelungen, oder vielmehr, es war nach Verfluss von mehr als 40 Jahren seit dem Abhalten der ersten Kongregationssitzung bereits so weit gekommen, da erschien im Jahre 1640 ein Buch, welches nicht nur den Streit sofort erneuerte, sondern ihn auch auf eine Höhe brachte, von der man vorher gar keine Ahnung hatte. Dieses Buch hieß Augustinus Soi Doctrina de Humanae Natura Sanitate, Agritudine et Medicina adversus Pelagianos et Massilineses. Oder auf Deutsch, zum Glück übersetzt er das hier, Augustinus oder die Lehre von der Gesundheit, Krankheit und Heilung der menschlichen Natur gegen die Pelagianer und Semipelagianer, genannt Marseille. Dieses Buch erschien also und hatte zum Verfasser den Cornelius Jansen, den anno 1638 verstorbenen Bischof von Ypern in den Niederlanden. Ja, Ypern, das liegt heute hier in Belgien. Das liegt bei uns an der Südwestküste von Belgien. Ypern kennt man noch von den Schlachten im Ersten Weltkrieg. Es stach sehr viel Gelehrsamkeit, steckte sehr viel Gelehrsamkeit in dem Werke, denn Jansen, da gehen wir kurz in eine Fußnote rein und lesen, Jansen wurde anno 1585 auf einem Dorfe bei Leerdam in Holland geboren, studierte in Utrecht, Löwen, das ist hier in Flandern, und Paris Theologie, also an der Sorbonne, doktorierte anno 1617, rückte darauf zum Professor der Theologie vor und erhielt anno 1636 den Bischofsstuhl von Ypern. Also Ypern, ja, nennen wir das heute. Oder vielleicht nennt er es in Deutsch Ypern, weiß ich nicht. Hier bei uns heißt es Ypern, I-E-P-E-R wird es hier geschrieben. Und da hat er also einen theologischen Professorenstuhl besetzt, 1636. Jansen überhaupt ist ein sehr berühmter Name bei den Jesuiten, weil es gab auch verschiedene, ich meine mindestens zwei, Jesuitengenerale mit dem Namen. Also, es steckte sehr viel Gelehrsamkeit in dem Werke, denn Jansen hatte über 30 Jahre daran gearbeitet und dabei die 13 Folianten des Augustinus nebst den Schriften des Baius und anderer Kirchenlehrer exzerpiert, also untersucht. Allein eben, weil es so viel gelehrten Wust enthielt, und dazu hin, als es die Freunde des verstorbenen Bischofs zuerst anno 1640 in Löwen und das Jahr darauf auch in Paris drucken ließen, ein unendlich dicker Folioband wurde, so würden sich wohl nur sehr wenige die Mühe genommen haben, es zu lesen. Das ist eben, wenn das dicke Bücher sind, dann lesen die meisten das schon nicht mehr. Wenn man nur so klug gewesen wäre, darüber zu schweigen. Tja, sicherlich. Es wäre den Weg alles Fleischliches gegangen, wie so viele Folianten vor ihm und nach ihm, und die große Welt hätte nie etwas von ihm erfahren, wenn nur die Söhne Loyolas ein klein bisschen weniger Gift im Leibe gehabt hätten. So aber fanden sie kaum aus, dass in dem Buche mit gar wenig Schonung auf die Molinisten losgezogen werde.
So spielen sie förmlich Feuer und Flammen, und ihr General Vitticelli ruhte nicht, als bis er den Papst Urban den VIII. Bewog, das jansenistische Werk als ein ketzerisches, anno 1643 durch eine eigene Bulle, sie hieß von ihren Anfangsworten in eminenti, zu verdammen. Der Papst tat dies, ohne das Werk überhaupt gelesen zu haben. Ja, das ist wie unsere Regierungen heute. Die kriegen auch von der Deutschen Bank oder jemandem irgendwelche Gesetzentwürfe entwickelt und verabschieden das, ohne es vorher gelesen zu haben. Das hat ja Tradition in der religiösen und auch in der politischen Welt von heute sogar. Also der Papst tat dies, ohne das Werk gelesen zu haben. Denn er traute den Versicherungen der Jesuiten und er schmeichelte ihm, als oberster Schiedsrichter in Glaubenssachen einen Machtspruch tun zu können. Verwundert aber fragten die Freunde des verstorbenen Jansen in öffentlichen Flugschriften an, was denn Ketzerisches an dem Buch sei. Und eine Menge von gelehrten Theologen fand sich dadurch veranlasst, den Inhalt desselben näher zu erforschen. So entstanden Gegner und Anhänger des Jansen, und unter die Letzteren, welchen von jetzt an Jansenisten nannte, gehörten Männer wie Anton Arnauld, Blaise Pascal, Pierre Nicole und Nicolas Perrault, deren Namen in der wissenschaftlichen Welt immer als Sterne erster Größe glänzen werden. Überdem schlugen sich eine Menge von Bischöfen, Universitätsdoktoren nebst anderen hochgestellten Geistlichen auf die Seite der jansenistisch-augustinischen Partei, und es ward in Fort Royal de Champs neben den dortigen berühmten Zisterzienser Nonnenkloster, dessen Bewohnerinnen ebenfalls Jansenistinnen wurden, unter dem Protektorat des Abts von Saint-Quirin, Jean de Berrier du Havran, eine eigene Musterklosterschule errichtet, um den lockeren Jesuitismus eine reinere Moral sowie eine gründliche gelehrte Bildung entgegenzusetzen. Kurz, durch die Verdammungsbulle in eminenti und durch die heftige, alles Maß überschreitende Polemik der Jesuiten gegen den Jansenschen Augustinus wurde erst eigentlich der Jansenismus ins Leben gerufen, und derselbe gewann nicht bloß, sowohl in den Niederlanden als auch besonders in Frankreich, mit jedem Jahre einen mächtigeren Anhang, sondern man konnte auch durchaus nicht in Abrede ziehen, dass der Adel, der Gesinnung und der wahrhaftig christliche Geist in ihm weit besser vertreten war als in dem jesuitischen Molinismus. Umso mehr beeilten sich die Söhne Loyolas, die Macht auf ihre Seite zu bringen, um ihre Gegner durch Gewaltstreiche zu unterdrücken, und es gelang ihnen dies im Verlaufe der Zeit nur zu gut. Wollen wir doch mal eben schauen, ob wir die Bulle finden können in eminente. Bulle in eminenti. Eminenti. Mal eben schauen, ob wir das hier eben schaffen. Ne, da komisch, ne? Gebt man das hier als Suchwort ein. Und. Ach, Bumme. Ja, was tippe ich denn noch da? Bulle. In eminenti. So. Bumme, ja, kann man das auch nicht finden. Entschuldigung, ich habe das echt nicht gesehen. Ihr lacht euch wahrscheinlich kaputt, wenn ihr das hier auf dem Schirm seht. Also, das ist hier die Bulle. Und dann wollen wir eben sehen, in Deutsch finden wir das hier auch. In eminenti apostolatus specular. Ist eine päpstliche Bulle von Clemens VII., mit der am 28. April 1738 die Freimaurerei verdammte. Aha, das ist dann aber doch eine andere Zeit als die, worüber wir hier sprechen, ne? 1738. Natürlich verdammen sie hier die Freimaurerei, weil sie wollen natürlich davon ablenken, dass die von Jesuiten gegründet oder aufgerichtet wurden im Anfang des 18. Jahrhunderts. In eminenti apostolus specula. Also das ist dann die verkehrte Bulle. Da müssen wir uns, glaube ich, eine andere nehmen. In eminente. Hier, das ist diese hier. Mal gucken, Deutsch, was sagen Sie dazu? Die päpstliche Bulle in eminenti vom Papst Urban VIII. Das ist die, die wir haben wollen. Ja, ja, hier haben wir hier noch ein Bild von Urban VIII. Mit bei, der von 1623 bis 1644 Papst war.
Ja? Also, dann lesen wir nochmal hier etwas ein bisschen mehr über die Bulle. Die päpstliche Bulle in Eminente von Papst Urban VIII. Wurde am 6. März 1642 veröffentlicht. Mit ihr wandte sich der Papst gegen die Ausweitung des Jansenismus und zensierte das bedeutende Werk Augustinus, Sive Doctrina sint Augustini de humane natura sanitate, agritude und so weiter, des Cornelius Jansen. Die Bulle warf den Jansenisten Häresie vor. Wie gesagt, kein Mensch hat es gelesen, das Buch Die Arbeit von Jansen, aber man wirft ihm Häresie vor, hatten wir ja gerade hier gelesen bei Griesinger. Dabei wandte sich der Papst schwerpunktmäßig an die Bischöfe und Universitäten in den damaligen spanischen Niederlanden, welche gegen diese Bulle protestierten. Er griff in die Auseinandersetzung der Jansenisten mit den Jesuiten ein und bestärkte in der Diskussion um den Gnadenbegriff die Position der Jesuiten. Mit dieser Bulle setzte eine Verfolgung der Jansenisten ein, deren Werke indiziert wurden. Papst Urban VIII. Verurteilte die Lehrsätze des Jansenismus, nach denen das Wesen des Menschen nur von der Gnade Gottes bestimmt und die Mitwirkung des Menschen an seinem eigenen Heil gänzlich abgelehnt wurde als Häresie. So, und da wollen wir doch jetzt mal eben stehen bleiben. Was sagt der Jansenismus? Das Wesen des Menschen ist nur von der Gnade Gottes bestimmt und die Mitwirkung des Menschen an seinem eigenen Heil wird gänzlich abgelehnt. Das, meine lieben Brüder und Schwestern, ist hundertprozentige biblische Lehre. Der Mensch hat überhaupt keinen Einfluss auf seine Errettung. Es ist hundertprozentig nur die Gnade, die von Gott kommt, und der Mensch hat keine Mitwirkung an seinem eigenen Heil. Das Problem ist, diese jansenistischen Werke werden dann von der römisch-katholischen Kirche als Häresie beurteilt, weil sie natürlich im orthodoxischen Sinne auch Häresie sind. Die römisch-katholische Kirche muss immer 180 Grad umgedreht das lehren, was die Bibel lehrt. Und die Bibel lehrt, dass das Wesen des Menschen nur von Gottes Gnade bestimmt ist und die Mitwirkung des Menschen an seinem eigenen Heil gänzlich unmöglich ist. Jesus Christus ist für unsere Errettung gestorben. Gott erwählt und der Vater schickt zum Sohn und wer den Sohn anklopft, dem wird der Sohn öffnen. Aber wir haben absolut keinen Anteil an unserer Errettung. Das ist 100% Gottes Werk. Und da gibt es viele, viele Bibelverse drüber, vor allen Dingen auch im Neuen Testament, über die man mal sprechen kann, um solche Dinge zu lernen. Ich mache im Augenblick ja, wie ihr wisst, meine Bibelstudie jeden Samstagabend mit zwei englischen Brüdern, Brett und Tom Fress. Und wir kommen da immer und immer wieder drauf, dass wir eben sagen, es ist nur durch die Gnade Gottes, dass dem Menschen sein Wesen bestimmt ist und dass der Mensch null Mitwirkung an seinem eigenen Heil hat. Ja? Ganz, ganz wichtig. Die römisch-katholische Kirche lehrt genau das Umgekehrte. Deswegen gibt es in der römischen katholischen Kirche sieben Sakramente. Und diese Sakramente muss man alle haben und befolgen, um errettet zu werden. Das ist der Anteil, die Mitwirkung des Menschen an seinem eigenen Heil. Folgens der Lehre des Antichristen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns mit den Jansenisten vielleicht einmal ein wenig tiefer beschäftigen. Also ich mache das jetzt hier nicht, aber ich gebe euch gerne mal diesen Ansporn durch diese Lesung zu sagen, beschäftigt euch ein wenig damit. Wie gesagt, der Jansen hat ein Buch geschrieben, das als ketzerisch verurteilt wurde, obwohl sie es überhaupt nicht gelesen haben. Ja? Und da muss man jetzt mal ganz deutlich hier auch zwischen den Zeilen lesen. Ich meine, was wir hier lesen, ist Wikipedia, darf man nicht vergessen. Das ist eine offene Quelle und es ist von daher meistens eben auch eine römisch-katholische Quelle. Also ganz sicher nicht besonders, lass uns mal sagen, der Lehre der Jesuiten abgetan, wie diese Texte hier geschrieben sind. Deswegen muss man zwischen den Zeilen lesen und man muss in der Bibel feststehen, um es zu begreifen. Aber wie gesagt, mit dieser Bulle setzte eine Verfolgung der Jansenisten ein, deren Werke indiziert wurden. Und der Antichrist Urban VIII. Verurteilte die Lehrsätze des Jansenismus, weil nach dem Jansenismus gelehrt wurde, dass das Wesen des Menschen nur von der Gnade Gottes bestimmt und die Mitwirkung des Menschen an seinem eigenen Heil gänzlich unmöglich ist. Und das wird natürlich von der römisch-katholischen Kirche als Häresie, als Ketzerei angesehen.
Stattdessen unterstützte Urban VIII. Die Meinung der Jesuiten, die die Fähigkeit des Menschen in den Vordergrund stellten und ihnen zubilligten, gerechte Werke durch die Gnade Gottes zu vollbringen. Das sind zum Beispiel die Sakramente hier. Ihre und die Argumentation des Papstes fußte hauptsächlich auf dem Jakobusbrief, wie zum Beispiel Kapitel 2, Vers 14, werktätiger Glaube. Was nützt es, meine Brüder, wenn einer sagt, er habe den Glauben und er hat nicht Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Also erstens mal ist das keine korrekte Übersetzung. Ja? Das ist hier aus dem Jakobusbrief. Dann können wir ja mal eben schauen. Jakobus, Kapitel 2. Dann heißt es hier Vers 4. Was schreibt denn die Schlachter dazu? Macht ihr einander nicht Unterschiede? Mensch, so. Macht ihr da nicht Unterschiede unter euch und urteilt mit bösen Gedanken? Nee, das kann es ja nicht sein. Was habe ich jetzt gelesen? 2, 14 war es sicher, ne? Ja, Entschuldigung. Vers 14. So. Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Ja, wenn wir uns das jetzt mal eben in der Bibel anschauen, dann müssen wir in das Buch der Römer gehen und da in das erste Kapitel, Vers 17. Mache ich sofort. Also, was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe den Glauben und hat doch keine Werke? Was hat Jesus Christus gesagt? An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wenn ich Glauben habe, dann verrichte ich Werke. Aber es sind nicht die Werke, die mich zum Glauben führen, sondern es ist der Glaube, der mich zu Werken führt. In der römisch-katholischen Kirche ist genau umgekehrt. Die verdrehen halt hier diesen Satz. So, was lesen wir denn in Römer? Ja, also, merken wir uns eben die Frage, kann denn der Glaube ihn selig machen? So, dann schauen wir mal. Was hat denn das Buch Römer? Was hat Paulus im Römerbuch dazu zu sagen? Im ersten Kapitel der Römer, Vers 17, lesen wir, denn darin wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Aha. Und was war hier die Frage? Kann denn der Glaube selig machen? Ja, kann er. Man muss eben die Bibel in richtigen Zusammenhang lesen, sonst fällt man auf solche Tricks, wie wir hier gerade in Wikipedia jetzt gelesen haben, ganz leicht rein. Ja? Stattdessen unterstützte also Papst Urban VIII. Die Meinung der Jesuiten, und haben wir ja gerade gelesen. Was nützt es, meine Brüder, wenn einer sagt, er habe den Glauben und hat nicht Werke? Kann er der Glaube ihn retten? Ja, denn durch den Glauben alleine ist man gerettet. Ne? Hatten wir hier gerade eben gesehen. Gehen wir nochmal eben auf Römer 1, 17, lesen wir es nochmal. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Also, die Frage, kann etwa der Glaube ihn retten? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, der Glaube rettet. Okay? Ganz wichtiger Punkt. So, jetzt haben wir uns mal eben die in der Bibel das angeschaut, wie es darin steht, und wir haben die Bulle in Eminenti mal kurz ein wenig besprochen. Das fand ich nicht ganz uninteressant hier in dieser Besprechung eben zu machen. Das Bild hier ein bisschen kleiner. Und dann fahren wir jetzt nochmal fort und wir müssen noch eben fortgehen. Ein paar Seiten, glaube ich, gar nicht mehr so besonders viel. Aber das schaffen wir wohl noch. Wird es wohl doch eine Stunde dauern, wa? Also, der Punkt, in diese Bulle eben reinzugeben, fand ich sehr wichtig und auch, dass wir verstehen, was, wo der Jansenismus für steht und wofür das jansenistische Buch für steht. Okay? Also, der Autor fährt fort und sagt, es kann nun übrigens natürlich nicht meine Absicht sein, den ganzen Krieg zwischen den beiden Parteien, einen Krieg, der in Frankreich bis zum Jahre 1728 und in den Niederlanden sogar bis in die neueste Zeit fortdauerte, in all seinen Einzelheiten zu schildern. Denn in diesem Falle würde aus meinem Werke ein dickerer Foliant als der Augustinus war. Allein einen kurzen Schattenriss des Kampfes zu geben, kann ich doch unmöglich unterlassen. Und zwar schon deswegen, weil die Söhne Loyolas dabei mit Waffen kämpften, welche man alles heißen kann, nur nicht ehrlich
ritterlich oder mannhaft. Vor allem zogen sie 5 Sätze aus dem Augustinus heraus, die, wenn außer dem Zusammenhang gelesen, einen calvinistischen Anstrich bekamen und bewogen sofort im Jahre 1653 den Antichrist Innozenz X., den Nachfolger Urbans VIII., diese 5 Propositionen zu verdammen. So wie sie aber so weit waren, bestürmten sie den Kardinal Mazarin, die päpstliche Bulle mit Gewalt durchzusetzen, also in eminenti. Und da dieser damals in Frankreich allmächtige Minister ein kriechender Anhänger Roms war, so hatten sie hierbei leichtes Spiel. Dennoch schwiegen die Jansenisten nicht, sondern sie bewiesen vielmehr, dass die 5 Propositionen gar nicht so, wie sie die Jesuiten auslegten, im Augustinus ständen. Also, genauso wie sie die Bibel verdrehen, wie wir gerade eben geklärt haben, verdrehen sie natürlich auch das Werk von Augustinus, den ich damit nicht heilig spreche, aber man muss eben die Dinge im Zusammenhang lesen. Deswegen sollte man auch niemals nur hier und da einen Vers aus der Bibel lesen, sondern immer ein wenig mehr, zur Not sogar das ganze Kapitel. Ja? Um es im Zusammenhang zu lesen, weil aus dem Zusammenhang gegriffen kann man Dinge wirklich ketzerisch finden. Ja? Deswegen zitiert der Teufel ja auch aus der Bibel, um sein Ziel zu erreichen, weil er es eben anders interpretiert, als das, wie es gemeint ist und wirklich geschrieben steht. Aber gut, fahren wir fort. Wir gehen leider doch etwas über eine Stunde. Gut. Sie hätten einen ganz anderen Sinn, sobald man sie im Zusammenhang lese, und der Papst habe etwas verdammt, über was er sich vorher gar nicht orientiert. Solches ließ sich der römische Stuhl aber nicht gefallen, und Innozenz Nachfolger Alexander VII. Erließ also auf Andrängen der Söhne Loyolas anno 1656 eine neue Bulle, worin er verordnete, dass jeder katholische Christ, Gegenspruch, ja? Also dass jeder orthodoxe Katholike bei seinem Seelenheile glauben müsse, die 5 Sätze seien mit Recht verdammt. Unsinn! Erwiderten darauf die Wortführer der Jansenisten. Der Papst kann nicht etwas verdammen, was gar nicht existiert. Ja, er kann, schrien darauf die Jesuiten. Und wenn er uns selbst befehle, Jesum Christum zu verleugnen, so müssten wir gehorchen. Denn er ist in Glaubenssachen allmächtig und unfehlbar. Und er nur hätte diesen seinen Befehl zu verantworten, nicht wir. Hier lesen wir hier, dass die Jesuiten sagen, der Papst ist in Glaubenssachen allmächtig und unfehlbar. Sehen wir jetzt, warum die Jesuiten die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, 1870 das Vatikanische Konzil dazu zu errichten, um dafür zu sorgen, dass der Papst, wenn er ex cathedra von seinem Ton in Glaubenssachen spricht, allmächtig und unfehlbar ist, durch römisch-kanonisches Recht zu machen? Weil wenn ich den Papst kontrolliere und der spricht unfehlbar, dann spreche ich unfehlbar, der ich den Papst kontrolliere, richtig? Ganz, ganz wichtig, die Erkenntnis oder die Lehre innerhalb der römisch-katholischen Kirche, dass der Papst allmächtig und unfehlbar in Glaubenssachen spricht, ist viel älter als das erste Vatikanische Konzil von 1870. Nur da wurde es zementiert. Den Glauben hat es vorher schon gegeben. So wurde die Streitfrage immer brennender und es lag die Gefahr nahe, dass dieser Brand ganz Frankreich verzehren könnte. Dadurch ward Antichristpapst Clemens IX., der anno 1667 die Tiara empfing, bewogen, in Verbindung mit dem französischen Herrscher dem Lande den Frieden zu geben, und den beiderseitigen Bemühungen gelang es auch in der Tat, anno 1668 einen Vergleich zwischen den kriegführenden Parteien herbeizuführen. Dieser Vergleich bestand darin, dass die Wortführer der Jansenisten erklärten, die berüchtigten 5 Sätze seien zwar verdammlich und daher mit Recht verdammt, aber sie gehören nicht zu dem Cornelius Jansen an und ständen auch nicht in diesem Sinne im Augustinus. Mit dieser Erklärung mussten sich die Jesuiten begnügen und die Jansenisten hatten nun wenigstens einigermaßen Ruhe. Allein, für wie lange? Seit dem Jahre 1671 ließ der berühmte Theologe Paschalius Quesnel vom Orden der Väter des Oratoriums das Neue Testament nach und nach in Abschnitten in französischer Sprache mit moralischen Anmerkungen versehen und erscheinen. Und dieses Werk, das endlich im Jahre 1687 vollendet wurde, eine ganz vollständige Ausgabe erschien erst anno 1693 in Paris, ward von allen Gläubigen Frankreichs wegen seines erbaulichen Inhalts mit der tiefsten Inbrunst begrüßt. Wieder einmal
verabschieden wir uns hier von der wahren Bibel und lesen wir lieber eine Bibel, die von dem berühmten Theologen Pascalius Quesnel vom Orden der Väter des Oratoriums geschrieben wurde, das Neue Testament aufgrund von seinen erklärenden Noten, ja, moralische Anmerkungen versehen. Davon wurde es erschienen. Das fressen die Leute wie Zuckerbrot. Und die wahre Bibel des Gottes, die unverfälschte, auf dem Original Textus Receptus basierende Neuen Testament Bibel, die lassen sie links liegen dafür. Auch empfahlen es viele Seelenhirten ihren Beichtkindern aufs Beste. Und unter diese Hirten gehören Männer wie Beningus Buffet, Almosenier des Dauphin und Bischof von Meaux, wie Ludwig Anton Royes, Kardinalbischof, Erzbischof von Paris, wie Pierre Labrou, Bischof von Mipoix und noch so viele andere. Ja, sogar die Sorbonne, ja, die höchste theologische Fakultät in Paris, die einzige komplette orthodoxe, römisch-katholisch lehrende Universität aus Paris, fand nur Lobenswertes in dem Buch und dasselbe Urteil fällte Antichrist Innozenz XII., welchem es ebenfalls vorgelegt worden war. In einem ganz anderen Lichte erschien dagegen dieses Neue Testament den Jesuiten, denn sie fanden darin so viele Widersprüche mit ihrer Lehre von der Gnade und mit ihrer Moraltheologie von Liguori aufgesetzt, dass sie aufs Heftigste erbittert wurden. Sie machten ja darauf Anspruch, die alleinigen wahren Lehrer der Christenheit zu sein. Musste es ihnen also nicht als eine tiefe Beleidigung erscheinen, wenn eine von ihren Lehren auch nur einen entfernten Angriff erlitt? Gewiss, die sämtlichen Theologen, die ganze Kirche, was da lebte, sollte sich nach ihrem Sinn bequemen oder aber gewärtig sein, von den Söhnen Loyolas bis zum Tode verfolgt zu werden. Konvertiere oder stirb. Gehöre uns, gehorche uns oder krepiere. Einstimmig und mit einem wahren Mordgeschrei fielen sie also über das quälschende Buch her und überredeten alle Bischöfe, die sonst zu ihnen hielten, dasselbe in eigenen Hirtenbriefen zu verdammen. Als Grund der Verdammung aber wurde die jansenistische Tendenz derselben angegeben, welche man fast aus jeder Zeile herauslesen könne, und so erwachte der jansenistische Streit von Neuem, nachdem er kaum ein paar Jahre lang mit Mühe in den Schlaf gezwungen worden war. So, jetzt gucke ich doch mal eben, wie lange das noch geht, weil ich hatte mich wohl mit den Seiten ein wenig verschätzt. Ja, die drei, die lesen wir dann eben noch, ne? Dann dauert es halt heute ein bisschen länger. Ja, er erwachte wieder, der alte Kampf, und zwar mit gedoppelter und dreifacher Heftigkeit, so dass ganz Frankreich in denselben hineingezogen wurde. Diesmal jedoch begnügten sich die Jesuiten nicht mehr mit den Giftwirkungen der Schmähereien, der Schmähreden und Schmähschriften, sondern sie fügten die Donnerkeile der weltlichen Gewalt hinzu. Denn Ludwig XIV., der berühmte Sonnenkönig Louis XIV., der Herrscher über Frankreich, war inzwischen ein altersschwacher Frömmler geworden und ließ sich von seinem jesuitischen Beichtvater Lachaise sowie von seiner im gleichen Sinne wirkenden Mätresse Maintenon vollkommen beherrschen. Über Lachaise und Ludwig XIV. Bin ich in der Vergangenheit oft genug drauf eingegangen, da muss ich jetzt hier nicht nochmal drüber anfangen. Also, nieder mit den jansenistischen Ketzern war jetzt das Feldgeschrei der Söhne Loyolas. Nieder mit ihnen so gut als mit den Hugenotten und Calvinisten, mit welchen man durch die Hilfe des Schwertes in so kurzer Zeit fertig zu werden wusste. Lange genug nun haben wir es mit dem Belehren und Bekehren versucht. Lange genug alle Mittel des Friedens in Anwendung gebracht, lange genug alle Fasern unserer Geduld erschöpft. Jetzt ist der Krug voll bis zum Überlaufen und es bleibt nichts mehr übrig als die Bekehrung mit Blut und Eifer, wenn Ruhe und Ordnung im Staate wiederkehren soll. So schrien die Jesuiten, und da sie, wie schon gesagt, den König nebenbei gesetzt, den in Ausübung seiner königlichen Gewalt unumschränktesten Monarchen der Welt, vollkommen in ihren Händen hatten,
So kann man sich denken, was jetzt folgte. Ganz willkürlich wurde gegen jeden eingeschritten, der sich zum Jansenismus bekannte oder welchen der Orden Jesu, weil er ihm aus irgendeinem Grunde missfiel, als einem Jansenisten verdächtigte, und bald war niemand, der außer ein erklärter Anhänger der Jesuitenpartei, mehr seiner Freiheit, seiner Ehre, seines Eigentums, ja sogar seines Lebens sicher. Quesnel selbst, mit einem großen Teil seiner reicheren Anhänger, entfloh nach den Niederlanden und entging so der Rache seiner wütenden Feinde. Er starb im April zu Amsterdam, anno 1710, als ein Greis von 76 Jahren. Tja, also ich habe mich dann jetzt entschieden, doch hier eine Pause zu machen, und dann lesen wir nächstes Mal halt zwei Kapitel, also das Ende von diesem, und fahren das nächste fort. Aber ich finde es zu wichtig, als jetzt über die Jansenisten hier so rüber zu gehen, weil wir müssen mal verstehen, wo der Jansen herkam. Die Jesuiten züchten sich eben oft genug ihre eigene Opposition. Und wenn sie das tun, dann können sie eben auch die Opposition kontrollieren. Ein Spruch, der Lenin zugeschrieben wird, der sagte: Der einfachste Weg, die Opposition zu kontrollieren, ist, sie selbst zu schaffen. In dem Geiste, war sein Zitat. Das war jetzt nicht wortwörtlich zitiert, aber in dem Geist ungefähr hatte er gesprochen. Ich schlage vor, dass wir zum Ende dieser Lesung kommen, von jetzt etwas über einer Stunde, und dass wir nächstes Mal vielleicht nochmal ein paar Absätze zurückgehen und dann nochmal anfangen und uns diesen Streit mit den Jansenisten nochmal antun, weil der findet seinen absoluten Klimax dann später in der Französischen Revolution. Da müssen wir uns drauf hinarbeiten. Und ich hatte mich halt verschaut mit den Seiten, weil ich die PDF-Seiten genommen hatte im Buch als Zähler und nicht die Buchseiten, als ich in das Inhaltsverzeichnis geschaut habe. Und von daher hatte ich noch mehr Seiten, als ich dachte. Ich dachte, ich hätte noch 5 Seiten zu lesen. Das waren ja ein bisschen mehr. Also, von daher kein Problem. Aber dann möchte ich das lieber nächstes Mal fortsetzen, weil so weit über eine Stunde möchte ich mit dieser Lesung nicht gehen, weil es ist ja auch nicht ganz leicht. Ich möchte euch nur daran erinnern, dass ihr euch nochmal die Bulle anschaut, was wir jetzt gerade eben ja auch hier gemacht haben, um zu sehen, wie im Grunde die römisch-katholische Kirche, der Papst, aufgrund Befehlen der Jesuiten, die er befolgt, Dinge verdammt oder als ketzerisch beurteilt, die er noch nicht mal kennt. Fand ich wieder mal eine sehr wichtige Sache, die wir in diesem Buch jetzt gerade eben gelernt haben. Und ich bin sicher, dass das Buch genauso spannend weitergeht, wenn wir zur 9. Lesung kommen, die ich dann vielleicht mit Michael nächste Woche machen kann. Wenn nicht, dann mache ich die 9. noch alleine und dann hoffentlich die 10. wieder mit ihm. Wie gesagt, schade, dass er nicht bei sein kann, aber in Gedanken sind wir dabei und wir haben immer die Unterstützung unseres Bruders in Christus dabei. Ne? So. Dann danke ich heute fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und ihr habt gesehen, wie wichtig es ist, die Bibel zu kennen. Ihr habt gesehen, wie wichtig es ist, den Spruch im Jakobus, im zweiten Jakobus 14 zu lesen und dann zurückzugehen und das zu kontrollieren, mit was steht im ersten Römer Vers 17. Und so muss man die Bibel studieren und so kann man aus der Bibel lernen, weil sonst würde die Bibel tatsächlich sich selber widersprechen, wenn man nur einen Vers rausreißt, aus dem Kontext reißt. Und das ist, was die Jesuiten wunderbar gut können. Deswegen müssen wir auf der Hut sein und müssen uns an Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18 halten, um die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen, um bereit zu sein. Und dafür müssen wir unsere Bibel kennen, dafür müssen wir sie lesen, dafür müssen wir sie studieren und dafür müssen wir sie glauben. Wir müssen uns die Bibel vereinnahmen und wir müssen im Grunde die Bibel leben. Wir müssen Gottes Wort leben und die Bibel ist Gottes Wort. Von daher schließe ich mit meinen Worten: Lies deine Bibel. Maranatha.